richtiges Mäuschen. Kevin, warte, Kevin. Geschmackvollen Farben. Auch das entbehrt wieder nicht eines gewissen Mutes. Ja. Herr Heinzelmann. Ich habe ja mein Gürtelchen vergessen und ich bin ja so schlankes Dinglein. Die Hose hält gar nicht von alleine. Obwohl, der Gunnar ist ja schon aufregend, ja? Also da hat sich schon die Hose ein bisschen gefüllt bei so einem strammen Burschen. Guckt euch mal das Hemd an hier. Oh, die Nippe. Ah, ist egal. Naja, wenn Basti hier wäre, meine Frau Sebastian, die hätte ja nichts dagegen. Schöne Menschen hier überall. Oh, schmucke Menschen hier. Ach, ist das schön. So viel schmucke Menschen. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Ich komme ja aus Frauendorf, aus Brandenburg. Kennt ihr Frauendorf in Brandenburg? Wer war? Ja, das ist schön. Da ist es schön. Ja, bei uns ist alles durchgegendert. Ja, das ist schön. Bei uns herrscht Ordnung. Ja, und das Schöne ist, in Frauendorf sind fast nur Grüne und Grünen. Ach, das ist schön. Ach, die Grünen sind im Hinterstübchen nicht ganz so helle, aber sie sind irgendwie auch niedlich, die Grünen. Muss man einfach mal sagen, ja. Allerdings ärgerlich ist, sie wollen mich immer, ich soll mich immer impfen lassen, aber Basti hat gesagt, Kevin, wenn du dich impfen lässt, dann sind wir geschiedene Leute. Na, dann lass ich's doch lieber, Ja, Robert Götz-Matuszewski hat sich ja auch nicht impfen lassen, das dumme Ding. Weil Martina, wo ist denn Martinachen? Ach, jetzt ist sie weg. Martina hat gesagt, wenn sich Robert impfen lässt, ist Polen offen. Hat sie gesagt. Na, da hat er natürlich das sein lassen. Der Einzige, der bei uns in der Familie ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, ist ja der Jerome Schmidt. Der hat sich gleich 7 Booster geben lassen. Aber es ist nicht schlimmer geworden mit ihm. Besser allerdings auch nicht. Ja, naja, ich wollte euch bloß mal die Ehre erweisen. Das ist eine Schnuckelmaus. Aber der Christian ist auch nicht von der Bettkante zu stoßen, oder? Ach, der hat ja nicht nur ein Sixpack, der hat ja einen richtigen, der hat ja einen Sechserpack unten drunter. Ich finde, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Es ist so.
Mann ohne Bauch ist ein Krüppel, muss ich mal sagen. Ja, da hast du recht. Ja, ich muss es sagen. Ja, er strengt sich an hier. Gunnar strengt sich gerade an. Ja. Na gut, meine Süßen, ich wollte euch ja bloß mal das Ehrchen erweisen. Ich bin jetzt wieder weg. Macht schön, feiert noch ordentlich, geht jetzt ja nicht nach Hause. Ja, hier wird nicht nach Hause gegangen. Es wird noch getrunken und gelacht, oder? Ja, absolut. Ja, so ist das nämlich, meine Süßen. Macht's gut, ich schicke euch mal einen Doppelbussi. Schönen Abend und bis bald, ihr Süßen. Ja, es gab ja Leute, die sagen, mich gibt's gar nicht. Natürlich gibt's mich, ja. Ha, was wäre ich, wenn ich nicht da wäre? Dann wäre ich ja gar nicht da. Mich gibt's schon, oder? Hallo? Ja, dann sag doch auch mal was, du dummes Ding, du. Ach, ich bin so schüchtern. Das Ding ist so schüchtern. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich dumm oder schüchtern oder beides bin. Mir fehlen immer so komplett die Worte. Ja, Leute, kein Problem, aber dieser Mann, ja, oder ist es ein Mann? Ja. Irgendwie schon eine Männin, drittes Geschlecht. Ein bisschen grün, ein bisschen gelb, ein bisschen süß, ein bisschen, ja, von allem ein bisschen etwas. Freunde, bekommt dieser Kevin Heinzelmann mal einen richtig erotischen Applaus? Du machst mich ganz wuschig. Du machst mich ganz Karussell im Kopf. Das piekt so aufs Trinken. Ach, ihr seid wirklich ganz zauberhaft. Da gehe ich ungern, aber ich gehe jetzt. Macht's gut. Damit Bussi. Tschüssi. Ach ja, tschüss. Erst geht er, hoffentlich kommt er auch noch. Und ich habe wieder einen Tag für dich. Alter, diese fürchterlichen Turnschuhe. Warum? Guck mal rum. Wo denn? Rum? Hier. Erstmal Cognac gehen, erstmal rumgehen. Und bloß nicht wegrennen. Das ist eine heiße Nummer, was jetzt kommt. Oh.